Ja, schönen guten Morgen an alle zusammen. Ich möchte zum Beginn der Predigt mal kurz mit euch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für diesen neuen Morgen, diesen neuen Tag, diesen Gottesdienst. Und ich bitte dich, dass dein Wort jetzt, dass du das benutzt heute Morgen, dass du in die Leben der Menschen, die hier sind, einfach reinsprichst, dass, so wie Ben es gesagt hat, jeder auch ruhige Momente hier erleben kann, auch während der Predigt, wo einfach ihn was, ja, wo du ihm was sagen kannst, was ihn betrifft. Bitte segne jetzt diese Worte und auch das Zuhören. Sei einfach hier mit deinem Geist. Amen. Ja, wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe der Ich-Bin-Worte. André hatte vor ein paar Wochen an das Predigtteam eine Liste geschickt mit einer Auswahl, wo wir uns aussuchen konnten, welches Thema wir davon nehmen wollten. Mir war es in der Situation gar nicht bewusst, dass es schon um eine Predigt geht, aber ich habe mich spontan für das Thema Ich bin frei entschieden, ohne genau zu wissen, mit was ich das jetzt hier im heutigen Gottesdienst eigentlich füllen möchte. Es war für mich eher so eine emotionale, spontane Reaktion auf dieses Wort, weil ich mich im Alltag oft nicht frei fühle und eher gebunden fühle. Meine Reaktion auf so gebunden sein im Alltag ist, dass ich mich gerne mit meinen Gedanken in eine Urlaubssituation flüchte. Können wir mal ein Bild hier anmalen so, oder anstrahlen, was ich ein bisschen mit Freiheit verbinde. Es ist eigentlich klar, es geht um ein bisschen Abstand vom Alltag. Es ist Natur, es beinhaltet Natur, es beinhaltet eine entspannte Atmosphäre, ein kühles Getränk, einen Tisch, der ein bisschen nicht perfekt ist. Das Holz ist ein bisschen unperfekt, das Geländer im Hintergrund ist auch verrostet. Also dieser Drang, dieser Zwang, perfekt zu sein, ist bei mir emotional bei dem Gedanken an Freiheit einfach weiter weggeschoben. Und ich kann mich so ein bisschen geben, wie ich bin. Also das ist einfach nur ein Bild. Ich glaube, ich habe gestern noch mit einem Freund gesprochen, der bei uns zu Besuch war. Er hätte an dieser Stelle ein Bild genommen, wo er auf dem Berg steht und über die ganzen Berge in den Alpen oder er war in Nepal, schaut. Also das wäre für ihn so ein Eindruck gewesen, was er mit Freiheit verbindet. Und ich denke, jeder von euch hat vielleicht spontan eine andere Assoziation, was eure Sehnsucht ist bei diesem Thema. Gut, aber das vielleicht auch nur als ganz kurze Einleitung an der Stelle. Wir haben letzte Woche eine Predigt gehört zum Thema Ich bin geliebt von der Evelyn. Ich weiß, die von euch letzte Woche da waren, die haben da schon eine sehr gute Predigt gehört. Und ich gehe darauf deswegen nochmal kurz ein, weil dieses Thema Ich bin geliebt eigentlich die Basis ist für auch meine Predigt. Also ich bin frei, weil ich geliebt bin. Das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung. Ich bin nicht geliebt, weil ich frei bin, sondern ich bin frei, weil ich geliebt bin. Und das war letzte Woche schon echt der Knackpunkt. Aber dieses Thema, ich bin frei, ist ein weiterer Aspekt, den wir vielleicht in unserem Alltag auch nutzen können. Ich möchte euch immer noch als Teil der Einleitung zwei Bibelstellen vorlesen, die das Thema Freiheit beinhalten. Ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass das auch mal erwähnt ist. Ursprung der Freiheit ist immer derselbe, aber trotzdem beschreiben diese zwei Stellen unterschiedliche Aspekte, von denen man sich an die Freiheit nähern kann. Die erste Stelle steht in Galater, dann schreibt Paulus an die Galater, zur Freiheit hat Christus uns befreit, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Ja, in diesem Text geht es darum, dass Juden, die zum Glauben an Christus gekommen sind, immer noch dieses Denken im Hinterkopf hatten, sie müssten das Gesetz, was von ihren Vorvätern gekommen ist, befolgen, unter anderem auch die Beschneidung. Also die Beschneidung war immer noch etwas sehr Reflexhaftes in den jüdischen Köpfen von damals drin, dass sie das irgendwie nicht verkraften konnten, dass es nicht mehr notwendig ist, wenn man an Jesus glaubte. Und mit diesem Denken sind sie auch an andere Christen herangetreten, ihr müsst euch doch beschneiden lassen. Und Paulus sagt ihr ganz klar, nö, das Gesetz hat keine Relevanz mehr für euch, ihr seid frei. Lasst euch nicht wieder unter diese Herrschaft des Gesetzes zwingen, weil ihr könnt es eh nicht komplett erfüllen. Und er sagt also ganz klar, frei vom Gesetz. Ich gehe jetzt hier nicht weit im Detail darauf ein, das ist auch eine Diskussion, ob man das ausnutzen kann, aber darauf gehe ich jetzt hier mal nicht ein. Es geht einfach darum, Jesus befreit uns von der Erfüllung des Gesetzes. Die andere Stelle steht im Johannesevangelium, da sagt Jesus, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
die Juden, die das gehört haben bei Jesus, die sagten dann, aber die Textstelle kommt jetzt nicht hier, aber die erwidern, wir waren niemals irgendwer, wessen Sklaven oder Knechte, wir sind Nachkommen von Abraham. Also die Juden haben sich auf ihre Nachkommenschaft von Abraham und der Zugehörigkeit zum jüdischen Volk schon frei gefühlt. Aber Jesus erwidert darauf, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Also hier geht es nicht um die Freiheit vom Gesetz, sondern Jesus verheißt uns Freiheit von der Sünde. Also die zwei Aspekte sind hier. Vielleicht noch dazu, wir werden weiterhin versagen, auch wenn wir an Jesus glauben, aber diese Macht der diese Abhängigkeit aus diesem Versagen, was daraus alles sich entwickeln kann, die kann, glaube ich, durch Jesus überwunden werden, durchbrochen werden. Und um diese Freiheit von diesen Verstrickungen, die aus der Sünde kommen können, die können wir auch beiseite schieben. Also den Stellen ist gemein, dass die einen durch die Einhaltung des Gesetzes versuchten, eine Freiheit zu erreichen, durch die Beschneidung jetzt in dem Fall, und die anderen durch ihre Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Also beides Male so eine recht weltliche Geschichte, wo der Wunsch verbunden war, aus eigener Kraft durch irgendwelche weltlichen Dinge eine Art Freiheit zu erlangen. Das sind so eigentlich zwei klassische Punkte, um die es in der Bibel und im Neuen Testament immer wieder geht, dass wir weder das Gesetz einhalten müssen, noch dass wir weiterhin Sklaven der Sünden sind. Mir ist bei der Vorbereitung allerdings ein ganz anderer Aspekt wichtig geworden, bei dem Aspekt der Freiheit, auch der für mich einfach im Alltag ja irgendwie mehr greifbar ist. Und das ist die Freiheit von dem, was andere Menschen von uns denken oder über uns urteilen, und auch die Freiheit von dem Urteil, was wir selber über uns treffen. Vielleicht kurz zum Hintergrund, warum mich das beschäftigt. Ich befinde mich in der Arbeitssituation in einer sehr angespannten Lage, um es mal so auszudrücken, wo ich sehr auf dem Prüfstein stehe und sehr auf das Urteil, vom Urteil anderer Menschen eigentlich angewiesen bin. Und es ist eine sehr große Herausforderung für mich. Und deswegen ist diese Predigt eigentlich, also oder dieser Aspekt der Freiheit vom Urteil anderer Menschen für mich auch eine sehr persönliche Geschichte gerade. Also ich stecke da in einem Prozess und ich teile jetzt nicht meinen Prozess mit euch, aber vielleicht könnt ihr trotzdem anhand der Textstelle, die ich mit euch durchgehe, ein bisschen was für euch rausziehen. Die Textstelle, die Grundlage für die Predigt heute ist, steht im Korintherbrief, also wieder von Paulus. Der hat ja viele Gemeinden gegründet, also die eine war in Galatien, die wir eben schon gesehen hatten, eine andere war in Korinth. Und in Korinth gab es Streit. Die Leute, die dort in die Gemeinde gingen, streiteten sich darum, wer einen Führungsanspruch in dieser Gemeinde haben sollte. Also jeder dachte von sich, irgendwie was Besonderes zu sein. Und Grundlage, warum die verschiedenen Leute dachten, sie seien was Besonderes, war, der eine wurde von Paulus getauft, der andere wurde von Petrus getauft, der andere wurde von Barnabas getauft, oder ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Aber aufgrund so ihrer unterschiedlichen Connections zu den Aposteln wurde ein Führungsanspruch abgeleitet. Und Paulus antwortet in seinem Brief auf diese Situation. Er sagt, nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selber maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Dann überspringe ich ein paar Verse. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es selber zu verdanken? Ja, wie gesagt, es soll hier ein bisschen darum gehen, Urteil der anderen Menschen über mich. Was ist so wichtig daran? Und Paulus schreibt, beginnt eigentlich in die Situation hineinzusprechen und sagt, was überhebt ihr euch über andere Leute? Warum seid ihr stolz? Und beschreibt das mit einem Wort, was nicht üblich ist, was nicht üblicherweise für dieses Wort Überheblichkeit verwendet wird, sondern das Wort, was er im griechischen Text schreibt, kann man eher damit übersetzen, etwas ist aufgeblasen, etwas ist angeschwollen, etwas ist halt nicht in seinem richtigen Zustand. Und wenn man in diesem Bild bleibt, kann man das menschliche Ego, was Paulus hier bei den Korinthern anspricht, die sich da so überhoben haben,
wenn man diesem Bild bleibt, kann man das mit 4 Charaktereigenschaften beschreiben. Etwas, was aufgeblasen ist, ist auf der einen Seite, ja, es ist leer. Wenn etwas angeschwollen ist, schmerzt es uns. Und wir sind auch rastlos in dem Schmerz, darum bemüht, den Schmerz zu überwinden oder ja, abzustellen. Und bei dem Aufgeblasenen ist es auch zerbrechlich. Ich gehe die 4 Punkte jetzt mal im Einzelnen durch, damit das ein bisschen anschaulicher für euch wird, wie das menschliche Ego, ja, wie man das aus diesem Bild, wie gesagt, beschreiben kann. Kierkegaard, ich weiß nicht, wer ihn kennt, Søren Kierkegaard, war ein dänischer Philosoph in erste Hälfte des 19. Jahrhunderts und er hat geschrieben, dass der Normalzustand des menschlichen Herzens sei, seine Identität auf etwas anderes zu bauen als auf Gott. Also der Mensch neigt automatisch dazu, wenn er nicht groß drüber nachdenkt, seine Identität in der Anerkennung von anderen Menschen zu suchen, in einer Leistung, aber er kommt nicht natürlicherweise auf die Idee, seine Identität irgendwie durch Gott bestimmen zu lassen. Dafür sitzen wir jetzt vielleicht hier, um das zu tun, aber es ist halt nicht der Normalzustand. Und ich habe das mal, das Bild dieses Aufgeblasenseins kann man ja gut mit einem Luftballon beschreiben. Wenn das jetzt eigentlich der Raum ist, den Gott füllen sollte, damit unsere Identität geklärt ist, damit wir ja nicht diese Leere empfinden, dann muss da halt dieser Raum ausgefüllt werden. Und das, hier ist was drin und das soll so ein bisschen veranschaulichen, dass es halt klappert. Das symbolisiert im Endeffekt so ein bisschen die Anerkennung von anderen Menschen oder von sonstigen Sachen, wo wir uns unsere Identität herziehen. Aber es kann halt niemals diesen Raum ausfüllen, der eigentlich für Gott vorgesehen ist. Gott hat uns so geschaffen, dass nur er diesen Platz einnehmen kann. Wir versuchen es mit so einem kleinen Ding drin zu füllen. Uns klappt nicht. Das ist ja keine Frage. Es ist viel zu klein. Es klappert. Es bleibt leer. Ich puste gleich nochmal auf. Der zweite Punkt ist, dass es voller Schmerz ist. Unser Ego ist voller Schmerz. So eine Aussage zumindest. Woran merken wir das? Wenn wir spazieren gehen, machen wir uns normalerweise keine Gedanken darüber, ob unser Fuß funktioniert, ob die Beine funktionieren, sondern sie funktionieren einfach und wir beachten es nicht groß, ja, nicht mehr weiter. Wir beachten es natürlich erst dann, wenn es nicht mehr funktioniert. Wenn wir Schmerzen haben, dann gucken wir, was da los ist und kümmern uns darum. Wenn uns jetzt unser Ego relativ häufig schmerzt, durch zum Beispiel, wir haben das Gefühl, wir werden ignoriert, wir haben das Gefühl, wir werden übergangen, uns wird nicht die Wertschätzung gegenübergebracht, die wir uns wünschen, nach der wir uns sehen, dann ist davon auszugehen, dass mit unserem Ego irgendwo was nicht ganz stimmt, weil sonst müssten wir uns darum nicht kümmern. Ein Mensch, der ein gutes Selbstwertgefühl hat und ein gutes Ego, der macht sich keine Gedanken, er merkt gar nicht, wenn er übergangen wird. Genau, also das ist so ein Indiz dafür, dass in unserem Leben halt was nicht ganz richtig läuft vielleicht mit unserem Ego, dass da irgendwie eine Verletzung da ist und daraus folgt dann auch der nächste Punkt dieser Rastlosigkeit, dass wir diesen Schmerz ständig versuchen irgendwie zu lindern. Wir versuchen es hinzukriegen, dass wir nicht mehr diesen Schmerz empfinden. Und es ist eine Möglichkeit zumindest, das im Vergleich mit anderen Menschen zu tun. Also wir vergleichen uns mit anderen Menschen und versuchen, den Vergleich gut abzuschneiden. C.S. Lewis hat da mal beigeschrieben, also auch wieder auf dem Punkt des Stolzes, dass wir der Teil dieses Vergleichs ist mit anderen Menschen. Er schreibt, der Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit anderen. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Also das ist so ein Motiv, was uns vielleicht häufiger mal begegnet, um uns einfach diesen Schmerz zu nehmen, den wir permanent haben. Okay, und jetzt hatten wir also schon 3 Punkte, also wir haben gesagt, es ist leer, es ist voller Schmerz, es ist rastlos und als letztes noch, es ist zerbrechlich. Etwas, was aufgeblasen ist, steht natürlich immer in der Gefahr auch zu zerplatzen. Das will ich jetzt mal gerade machen. Also jemand, der ein sehr aufgeblasenes Wesen hat, also wie ich zum Beispiel, der steht immer in der Gefahr, dass es platzt. Ja, und dass die Luft raus ist und dass sich in einen Minderwertigkeitskomplex oder was auch immer ändert. Yes. Okay. Das
bleibt denn übrig? Ja, also das sind so die Beschaffenheiten des menschlichen Egos. Es ist eine relativ negative Sicht, aber vielleicht könnt ihr der ein oder anderen Idee hinter diesem Bild, was man also aus Paulus Wortwahl nehmen kann, auch nachvollziehen. Also ich kann es auf jeden Fall. Madonna, wer kennt eigentlich Madonna? Oder gibt es jemanden, der Madonna nicht kennt, die Sängerin? Ich habe mir schon gedacht, die jüngeren Leute kennen sie vielleicht nicht mehr. Madonna, ja, ist eine sehr bekannte Sängerin, die ja schon seit bestimmt 30 Jahren aktiv ist. Und sie hat in einem Interview vor einigen Jahren, ich glaube, es war an die Zeitschrift mit der Zeitschrift Vogue, was Erstaunliches dazu gesagt zu diesem Thema Anerkennung und Ego. Sie schreibt: Mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin, aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant. Und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und er wird es vermutlich auch nie sein. Selbst ein Weltstar wie Madonna, der wirklich Anerkennung von allen, also von sehr vielen Menschen bekommen hat, sie hat Stadien gefüllt, die lagen ihr zu Füßen. Und trotzdem ist sie nicht an den Punkt gekommen, dass sie dieses Loch, diese Leere irgendwie gefüllt hat, sondern sie ist immer weiter in diesem Treiben, sie muss es immer weiter versuchen, endlich diese Anerkennung zu bekommen, nach der sie sucht. Und auch ein Stück weit geht es auch um diese Thematik im Brief an die Korinther. Also seid nicht überheblich, seid nicht auf der Suche nach Anerkennung, die im Endeffekt euch keine endgültige Zufriedenheit gewähren kann. Ja, was macht Paulus an dieser Stelle? Paulus spielt dieses Spiel gar nicht mit. Er könnte, wenn es Paulus um sein eigenes Ego gegangen wäre, hätte er vielleicht irgendwie auf elegante Art und Weise sagen können: Hier, die Leute, die ich getauft habe, die sind schon prädestinierter, eine Führungsrolle in der Gemeinde zu übernehmen, also sich so ein bisschen auf deren Seite zu stellen. Aber das war gar nicht seine Antwort. Also darum ging es ihm gar nicht, sondern er schreibt: Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Also er sagt hier: Es ist mir egal, was ihr von mir denkt. Er spielt dieses Spiel nicht mehr mit, dass er auf ein Urteil von anderen Menschen angewiesen ist. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt sogar: Es ist ihm egal, was er selbst von sich denkt. Er weiß, dass dieses Spiel, Selbstwert aus der Anerkennung von anderen Menschen oder von sich selbst zu bekommen, dass das eine Falle ist und dass das niemals endet. Und das hat er irgendwie begriffen. Deswegen sagt er ganz klar: Mir ist egal, was ihr sagt, mir ist egal, was ich sage. Er bringt das eigene Handeln und das eigene Versagen, ich glaube, das ist viel wichtiger, das eigene Versagen bringt er hier nicht in Zusammenhang mit seiner Identität. Das ist so ein Ideal eigentlich der christlichen Lehre, auch der Botschaft von Jesus, dass wir nicht gucken, was haben wir schlecht gemacht und daraus unseren Selbstwert entwickeln, sondern er trennt das komplett. Paulus sagt zum Beispiel an anderer Stelle: Ich bin der schlimmste Sünder von allen. Ich nehme das auch ab, dass er das ernsthaft meint. Er hat ja, bevor er Christ wurde, auch Christen verfolgt, also da ist wirklich auch einiges Gravierendes gewesen bei ihm. Und er sagt halt: Ich bin wirklich der schlimmste Sünder von allen. Und trotzdem ist Paulus ein Mensch, der voller Selbstbewusstsein durch die Welt gereist ist, hat Gemeinden gegründet, hat die Bewegung des Christentums damals wirklich neu entflammt. Und wir reden ja heute immer noch über ihn. Also ein Mensch, der ja das von sich sagt, das ist für uns eigentlich auch erstmal unlogisch. Wenn wir sagen, ich bin schlecht, und dann betrifft uns das und wir ziehen uns zurück und haben kein Selbstbewusstsein mehr. Aber er trennt das. Und das ist eigentlich so diese Erkenntnis, die Paulus uns hier, die hier so ein bisschen durchschimmert. Ja, wie können wir diese Freiheit erlangen? Also nochmal in den Text: Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Also er sagt sogar, er ist sich keiner Schuld bewusst, er ist mit sich im Reinen, aber noch nicht mal das reicht ihm aus. Das finde ich auch interessant, dass man nicht so diesen Maßstab des eigenen Gewissens so ganz hoch bewertet, hat sicherlich seine Gerechtfertigung, dass man irgendwie auch versucht, mit sich selbst im Reinen zu sein, aber noch nicht mal das würde ihm reichen, um am Schluss zu sagen: Okay, mein Urteil ist in Ordnung, weil ich bin mit mir selbst im Reinen.
Ja, Madonna und Paulus, um ihn mal zusammen in einem Satz zu erwähnen, sind auf der Suche nach einem letztgültigen Urteil über ihr Leben, über ihren Wert und ja, kommen halt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Paulus sagt, durch die Botschaft, die Jesus eigentlich verbreitet hat, ist das Urteil von über Paulus schon gesprochen. Er sagt hier, entscheidend ist allein das Urteil von Gott. Was ist dieses Urteil von Gott? Das Urteil von Gott, oder fangen wir mal so an, normalerweise in unserem Leben haben wir eine Leistung, eine Lebensleistung, und am Schluss dieser Lebensleistung kommt es zu einem Urteil über uns. War das gut, war das schlecht? Bei Jesus geht es genau andersrum. Wir bekommen ein Urteil, bevor wir irgendwas geleistet haben. Also das Urteil steht am Anfang unseres, sagen wir mal, geistlichen Lebens oder wie auch immer. Und das Einzige, was wir dazu beitragen müssen, um dieses Urteil zu empfangen, ist, Gott zu bitten, uns anzunehmen. Wenn wir das tun, dann ist sein Urteil, um es mal zusammenzufassen, du bist mein geliebtes Kind und du bist meine ganze Freude. Das ist das Urteil, was über dich gesprochen wird. Du bist mein geliebtes Kind, du bist meine ganze Freude. Und das steht nicht am Ende deiner Leistung, sondern steht am Anfang deiner Leistung, die Relevanz hat. Das ist eigentlich so der zentrale Punkt, du bist geliebt. Also wie Evelyn letztes Mal schon gesagt hat, das ist eigentlich der entscheidende Knackpunkt. Und auf der Grundlage können wir unser Leben gestalten. Ich glaube, wenn wir uns geliebt wissen, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir die Möglichkeit, neu zu leben, frei zu leben und wirklich auch aktiv unser Leben zu gestalten und nicht mehr unter diesem Druck stehen, wir müssen was erreichen, um ein gutes Urteil im Anschluss zu bekommen. Jetzt kommt das Keyword für die Band. Wir können weiterhin uns ein Etikett draufschreiben auf unser Leben. Du bist wertvoll, weil du fleißig bist. Du bist wertvoll, weil du gut aussiehst. Du bist wertvoll, weil du nett zu anderen Menschen bist. Das sind alles so Etiketten, die wir uns selber geben können. Aber das Problem an der Sache ist, diese Etiketten werden uns niemals helfen, die Leere in uns auszufüllen. Und wir können uns ja immer dieses Beispiel von Madonna nehmen. Ein Mensch, der wirklich diese Anerkennung von außen bekommen hat. Sie hat es einfach nicht geschafft, diese Leere zu füllen und ist auf der Suche. Und ich finde das wirklich sehr ehrlich von ihr. Also sie hat da Sachen gesagt, die könnte manch einer von uns gar nicht so aufschlüsseln, aber sie hat es halt auf den Punkt gebracht. Und Madonna hat es ja einfach gesagt, sie hat es nicht geschafft und wir können es auch nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir gehen jeden Tag neu in diesen Gerichtssaal, um dieses Urteil zu bekommen, um ob wir versagt haben oder ob wir halbwegs ordentlich gelebt haben. Und im Gerichtssaal gibt es Anklage und Verteidigung. An manchen Tagen läuft es vielleicht für uns ganz gut. An manchen Tagen versagen wir gnadenlos. Ja, dann gehen wir abends ins Bett und denken so, der Tag hätte jetzt besser nicht gegeben. Was Paulus jetzt hier macht, ist, er geht raus aus diesem Gerichtssaal. Ich habe ein Bild vom Gerichtssaal mitgebracht, vielleicht an der Stelle passt das ganz gut. Und nicht vom Gerichtssaal, vom Gerichtsgebäude, genau. Das ist die Frage, ob du jeden Tag aus neu in dieses Gerichtsgebäude hineingehen willst oder nicht. Und du musst dort nicht mehr hineingehen, weil die Botschaft vom Christentum, von Jesus ist, er stand dort. Emotional für mich das Thema. Jesus stand dort im Gerichtssaal und hat unseren Platz eingenommen. Er wurde bespuckt, er wurde geschlagen, er wurde verurteilt und er wurde gekreuzigt und umgebracht. Und deswegen musst du nicht mehr dorthin hineingehen. Das heißt, deine Entscheidung jeden Morgen ist, du musst dir bewusst überlegen, gehe ich dort rein, lasse ich mich wieder anklagen von mir selbst, von den Menschen um mich herum oder mache ich mein Urteil oder will ich nur auf das Urteil von Gott hören? Ja, wie gesagt, das Einzige, was wir tun müssen, ist, Gott zu bitten, dass er uns annimmt und er wird dir sagen, du bist wertvoll, du bist geliebt und du bist sogar wertvoller als die gesamte Schöpfung. Ja, also das steht außer Frage. Wenn du jetzt kein Christ bist und das zum ersten Mal hörst, dann lade ich dich auf jeden Fall ein, diese Gedanken
sobald sie angekommen sind, zu bearbeiten. Oder auch, wir haben nachher eine Gebetsecke, da kannst du gerne auch zum Gebet kommen oder auch sonst Leute ansprechen, wie es geht, nicht mehr in dieses Gerichtsgebäude zu gehen. Ich denke, das ist ein Prozess. Das ist nichts, was wir heute auf Schnipsen der Finger einfach so erreichen können, weil wir bringen einfach unsere ganze Biografie auch mit und wir sind zu dem geworden aufgrund der letzten 10, 20, 30, 40 Jahre. Aber wir können jeden Tag neu entscheiden, nicht dort hineinzugehen. Und für all die schon Christen sind, auch schon ein bisschen länger, ist die Botschaft nicht wirklich neu, denke ich. Und trotzdem ist die Frage, fühlst du dich jeden Tag frei? Oder wie oft entdecken wir nicht doch an uns auch, dass wir in dieser Anklage noch stehen? Also wirklich einfach jeden Tag neu sich daran zu erinnern, auf Gott zu auszurichten, im Gebet, durch die Besuche der Gottesdienste. Einfach vor diesem Gebäude Kehrtmarsch zu machen und in die andere Richtung hin zu Gott zu rennen. Denn der Prozess ist vorbei, du bist frei. Das ist so die entscheidende Aussage. Du bist frei, nicht mehr dorthin hineingehen zu müssen. Und vielleicht noch als letztes Zitat, wer mit Jesus verbunden ist, der wird nicht mehr verurteilt. Also wenn du mit Jesus verbunden bist, dann wirst du nicht verurteilt. Dann bete ich noch kurz dafür. Ja, Herr, wir danken dir, dass du an unserer Stelle dort standest und wir jetzt die Möglichkeit haben, dieses Gebäude nicht mehr zu betreten, dass die Anklagen, die in uns drin herrschen oder auch von außen uns herangetragen werden, dass die keine Relevanz haben, dass nur dein Urteil zählt. Herr, du bist groß und ich bitte dich um deinen Segen für diese Erkenntnis, dass wir, dass das heute ein Stück in unsere Herzen reingepflanzt wird, von wo es wachsen kann, dass du Freiheit schenkst, dass jeder Einzelne hier einfach mit dieser Frage in die neue Woche gehen kann und auch Antworten bekommt, wie er es umsetzen kann, diese Freiheit zu erleben, die du uns verheißen hast. Herr, danke, dass du uns das Urteil zusprichst, dass wir geliebt sind und dass das die Realität ist und dass das die wichtigste Wahrheit ist. Amen.